Die ganzen Fangirls sind hinweg, denn der Itzkakadu ist wieder weg. Okay. Komm ja, no girl. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bed Wars 4x8 wieder mal. Ich dachte hier, ich wurde hier von irgendeinem Hurensohn in die Party eingeladen und ich auch Bock habe, meine Stats sind anscheinend nice. Dachte ich mir, okay, kann man mal machen. Die kennen sich glaube ich irgendwie alle irgendwie untereinander, keine Ahnung. Jedenfalls der ein oder andere Schweizer ist anscheinend auch dabei, habe ich gesehen. Ja, wieder mal eine Runde mit viel zu vielen Leuten auf einer viel zu kleinen Map. Aber ich würde sagen, wir machen das Beste draus. Hurafstach, ja, alles klar. Warte, ist das der Randy? Wir sind 7 Leute in der Party. Das ist genau der Randy, der baut, ne? Der baut jetzt nicht flach, Alter, ich glaub's nicht. Ja, genau, das ist viel besser, wenn man hier oben lang baut. Ja, immer diese No-Skins, ist so, Alter. Ich baue mich hier erstmal hoch. Hornsorn, Alter, ich bin so scheiße. Wer baut Bett zu? Keine Ahnung. Alle schreiben irgendeine Scheiße durcheinander. Ich würde sagen, Leute, mein Mund ist trocken. Ich gönne mir erstmal ein Energy, Alter. So. Ah, wunderbar. So, kurz bisschen Equip kaufen. Klau mir halt meinen Bronze, ist okay. Ach, Kinder, Alter, was ist los bei euch? Warte mal, was macht der da? Rot, Alter, GG. Der wurde einfach von seinen Mains irgendwie abgebaut. Aber egal. Ich muss sagen, direkt Lila rauf. Wir sind Team Gelb, soweit ich weiß, genau. Wurden alle gekillt. So. Natürlich Igeln. Wo regeln kann ich immer noch nicht. Du Hurensohn, Alter. Was jemand hier ist, ja, nein, Toastbrot, ja, Toastbrot auf jeden Fall. Aber die sind echt nicht schwer, Alter, Lila, ganz ehrlich. Ich meine, ich war schon fast, also, habe ich schon fast aufs Bett gesteckt, würde ich sagen. Und da campt nicht mal einer auf dem Bett oder sowas, also von daher. Direkt mal rauf. So. Ja, irgendwie, es kommt mir so vor, dass jeder so ein bisschen Skill hat, ganz genau. Der Randy hat jetzt Bett abgebaut, ich glaub's nicht, Alter, ich kenne jetzt die Kills. Was? Habt ihr das gesehen, Leute? Was mit meiner Maus los? Ich glaub's nicht, Alter. Ich hasse meine Maus so sehr. Manchmal buggt die einfach, weißt du, meistens, wenn ich auf so einem Kackweg hier laufe, buggt die einfach mal genau 90 Grad zur Seite und dann war's das damit auf dem Weg laufen, Alter. So, hier oben campen. Wenigstens noch einen runtergehittet, nice. Ja, ich würde sagen, Lila, ach so, Hälfte schon weg. Da würde ich, ja, Rot würde ich jetzt dann nachher gegen gegangen. Bestes Beispiel, um immer vor den anderen. Was? Alles klar. Noch ein Schluck Energy, Leute. Wunderbar. So. Ja, Leute, was ich euch mal fragen wollte, so ganz allgemein mal in die Runde werfen. Hättet ihr vielleicht mal Bock, dass ich ein Projekt bringe außerhalb von Minecraft? Ich könnte mir gerne irgendwelche Spiele vorschlagen, wo ich vielleicht mal Let's Playen soll. Oder also jetzt muss nicht gleich ein ganzes Let's Play sein, vielleicht auch nur ein paar Folgen, einfach mal so reinschauen. Ihr könnt mir gerne jederzeit Spielevorschläge in die Kommentare schreiben. Ich lese die mir sowieso immer durch. Von daher, ja, wäre nice auf jeden Fall, wenn ihr mir sowas schreiben könntet.
dann kann ich auch ein bisschen auf euch eingehen, was euch denn so gefällt, was ihr sehen wollt. Dann können wir zusammen da was Tolles machen, ne? So, die Schuhe sollen wreck ich jetzt auch noch ease. Ja, alles klar, der ist noch an Fallschaden gestorben, Alter. Wo ist denn der andere? Keine Ahnung. Mit Internet übertrieben, wissen wir mal, mit gut sie 37 ping. Alles klar. So viel zu Schweizer in der Runde, Leute. Ich find's extrem lustig, wie manche Schweizer hier schreiben, Alter, ganz ehrlich. Ja, den kann ich eh nicht wrecken. Nee, aber manche Schweizer, gerade so aus Kantonen wie Zürich, St. Gallen oder ja, Aargau ist auch lustig. Ich meine, wie die schreiben manchmal, ne? Junge, Alter. Das ist echt komisch manchmal. So. In Rot gibt es noch ein paar Kills zu gönnen, das wäre doch auch mal wieder was für mich. Der Lina kämpft sich eh noch Gold da in der Mitte, oder? Ist er schon zurückgegangen? Keine Ahnung. Soll er machen? Rot gibt es nur noch einen. Was ist los, Alter? Wo ist der denn? Wo ist denn der letzte Rote? Habe ich da gerade den Namen gesehen, da oben? Da hinten irgendwo, ne? Ich hab gerade einen Namen gesehen. Crazy Jeff ist jetzt nicht einfach so gestorben, oder? Was für ein Hurensohn. Ach du Scheiße. Der campt da nicht ernsthaft mit Krypte drin, Alter. What the fuck? Setz BW. Ja, ist nicht gut. Alles klar. So. Ja, das dritte Bett wurde auch schon abgebaut. Ist nice auf jeden Fall. Die Runde geht ziemlich schnell, finde ich. Bin nämlich gar nicht gewohnt, weil man meistens ja, wenn man mit so zwei, drei Leuten vielleicht spielt, hat man natürlich noch einen schönen paar Randys in der Runde, die einem das ganze Spiel verkacken, die immer nur Scheiße bauen, den eigenen Weg abbauen oder irgendwie sowas halt, ne Leute. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Und darum... Das Hit, Alter, nice auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ich gerade runtergesprungen bin, wo ich den gekillt habe, aber nein, Hauptsache ein Kill, ne? Da gibt auch nichts mehr. So, zwei Grüne noch und der Rote, wo wahrscheinlich immer noch da drin campt. So. Wo sind denn die grünen beiden? Sind die da unten? Ich glaube, ich habe da was gesehen. Die Tenhaken, Alter, was los, Alter? Im Eisenschwerten so wahrscheinlich, oder? Okay, der eine ist down. Beide sind down. Nice. Der rote noch. Wenn er jetzt immer noch mit Krypta drin campt, Alter, dann regt er mich auf. Ganz einfach. Nee, der ist da vorne. Alles klar. Ja, komm, hau jetzt nicht ab, Süße. Digga, dein Ernst? Alter, der geht jetzt nicht darunter, Alter. Nice, Alter. Wie ich den gerappt habe, noch mit Spitzhacke, Mann. Läuft auf jeden Fall. 6 Kills habe ich mir gegönnt. Ja, ease auf jeden Fall, Alter. Warte, wie lang war das? Ja, 8 Minuten. Für eine 4x8 und auf jeden Fall heftig. Ja, Leute, schreibt mir jetzt gerne irgendwelche Spielevorschläge, die ihr habt. Schreibt alles mal in die Kommentare, was ich spielen soll oder was ich spielen kann oder wie auch immer. Dann hoffe ich natürlich, euch hat es gefallen, Leute. Wir sehen uns gerne morgen wieder um 18 Uhr. Haut rein, Leute, und ciao.